Hallo Leute, ja, ich habe ein bisschen weiterlaufen lassen. Wir haben die Möglichkeit, irgendwo Häuschen zu bauen und schauen wir nochmal durch die ganzen Ortschaften. Wir fangen hier bei Schwandorf dann an. Ihr schaut das Logo und dann gehen wir weiter. So, Schwandorf ist nichts Neues. Wir gehen hier rüber nach Lippstadt. Lippstadt ist auch nichts Neues. Dann nach Erlangen. Erlangen ist auch nichts Neues. Dann Binnenden, da ist auch nichts Neues. Dann gehen wir hier nach Friedrichsdorf, da ist auch nichts Neues. Dann gehen wir nach Bad Mergentheim, da ist ein Häuschen. So, das heißt, wir müssen hier eine Bushaltestelle irgendwo bauen. Das bedeutet, wir machen hier eine Straße. Ja. Warte mal. Eins, zwei, das heißt, die muss hier hin. Das ist schlecht, dann müssen wir da schon wieder Gelände bearbeiten. Ne? Machen wir aber auch, ist kein Ding. Dann machen wir das hier mit. So, das Werkzeug wieder zu. Dann den dahin. Einen länger gezogen und die Bushaltestelle dahin. Die war es, naja. Ne? So, dann haben wir das auch. Jetzt müssen wir nur die Linie hier anpacken, natürlich. Warte mal, lass uns das mal hier gerade so ein bisschen runterziehen, dann können wir das alles immer so schön haben. Da ist ein Pferdchen, das haben wir sowieso Stadtbus Mergentheim. Fahrplan, da geht noch was. Das können wir zumachen. Und Rathaus ist immer der Punkt, wo wir anfangen. Das ist da und dann ist das da. Haben wir das in Bad Mergentheim schon erledigt? Dann ist Achim dran. Achem heißt es, nicht Achim. Dann, da ist nichts. Neubrandenburg. Da ist auch nichts. Dann sind wir in Köln unterwegs und da haben wir hier oben zwei Häuschen. Gut, das bedeutet, wir müssen da wieder Straßen bauen. Die Bushaltestelle ist hier. Das heißt 1, 2. Warte mal, nee. 1, 2. Das heißt, die kommt gar nicht dahin. Das wäre 1, 2, 3, 1, 2, da muss die Bushaltestelle hin, okay. Um die zwei Häuser abzudecken, sind auch gleich zwei dazugekommen. Das bedeutet, wir müssen die Straße so umbauen, ne? Und dann müssen wir dieses Stück hier wegnehmen. So, und dann die Bushaltestelle setzen. Da und da. Passt. Dann brauchen wir die Lupe wieder und haben wir hier eine Kutsche. Da, ja, Fahrplan Stadtbus Köln. Fahrplan ändern. Auch da gibt es erst eine Bushaltestelle. Ist das denn so richtig? Tatsächlich war erst eine. Köln Rathaus und dann da oben hin. Gut, das heißt, das läuft. Haben wir auch. Köln ist durch. Dann sind wir bei Jena. Bisschen daneben geklickt, aber geht schon. Dann Königsbrunn. Auch nix. Das war Bad Zwischenahn. Auch nix. Dann Gütersloh. Ist auch nix. Dann Lüneburg ist da. Ist auch nix. Das Haus ist abgedeckt, ja. Dann sind wir auch in zwei Brücken. Da unten ist ein Häuschen. Noch mehr? Ne, und das da unten. Aber hier ist eine Straße mehr gekommen, kann das sein? Aber vielleicht auch schon länger her. Oh, hier ist Riesenstau, ne? Das heißt, wir müssen die Straße hier verlängern um ein Feld. Und da muss die Bushaltestelle hin, ne? Das ist ja hier. Ja. Passt. Dann Lupe und eine Kutsche. Bad Zwischen, zwei Brücken. Nicht Bad Zwischenahn. Zwei Brücken, Fahrplan. Müssen wir langsam überlegen, dass es nicht zu viel wird, ne? Na, ich glaube, zweimal können wir noch fahren, damit sich das noch lohnt. Hinzufügen haben wir schon. Wir fangen mit dem Rathaus an und hören dann da auf. Passt. Erledigt. Das war zwei Brücken. Jetzt sind wir bei Bayreuth. Da ist nichts, aber ich weiß nicht, ob der Zippel da letztes Mal auch schon war. Könnte sein, ne? Ist aber nicht, will ich. Sich auch nicht erweitert in dem Bereich, wo wir was ausbauen müssten. Dann haben wir hier noch Bünde.
Weiß nicht, ob der Zippel neu ist. Was ist das denn hier? Entchen? Fuchs im Wasser. Der kann schwimmen. Auch sehr schön. Hier ist aber nichts. Ne? Nee, da ist nichts. Dann haben wir hier noch Ettlingen. Ettlingen ist auch nicht. Dann sind wir noch bei Willensdorf. Da ist auch nichts. Ne? Und dann sind wir schon durch. Dann haben wir hier Schwandorf. Gut. Runde mit Ausbau fertig. Das bedeutet, wir schauen nochmal in die Listen rein für die Bushaltestelle und checken da lieber nochmal die Warten. Und zwar in diese Richtung. 147 Neubrandenburg. Aber im Endeffekt haben wir das alles schon gesehen, ne? Das war hier. 147. Achim, Achim, Bad Mergentheim, Schwandorf, Willensdorf, Willensdorf. Intern sind hier unten noch 40 am Warten. Und zwei davon auch noch da. Also 42, warte, da sind auch noch mal 9. Also 51 warten intern. Jetzt lass mal gucken, wie viele Kutschen sind denn hier drauf. Fahrzeugliste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechse sind's. Wir haben 51 gesagt. 6 mal 6 sind 36. Das bedeutet, da können wir ruhig noch die ein oder andere Kutsche. Ich glaube, wir machen noch zwei da drauf, weil das ist ja auch hier um die Ecke. Falls wir welche gemacht haben, müssen die ja schon da sein. Ach, jetzt habe ich das zugemacht. Na egal. Das heißt, wir basteln hier eine Kutsche. Und Stadtbus Neubrandenburg. Lüneburg rentiert sich, ne? Neubrandenburg und kopieren das einmal und starten das Ganze dann. Machen wir gerade schneller, dass die ein bisschen Abstand gewinnt, ne? Und dann die zweite. Nachher sind sie wahrscheinlich sowieso wieder alle hintereinander, weil das sieht bei manchen ja schon so aus. Obwohl da, ne, obwohl hier häufen sie sich. Aber hier gibt es ab und zu noch welche, die noch nicht nacheinander fahren. Gut, nochmal auf die Haltestellen zurück. Hatten wir eben hier verschoben, glaube ich, mit der Maustaste. Ne, mit der Pfeiltaste. Und das ist trotzdem andersrum. Ist das so? Ne, so rum, ne? Hä? Hier warten 3 und da warten 75. Aber warum? Das ist ja komisch. Hier sind 17, da sind 0, da sind 0, 0, 0. Oder hat das gerade damit zu tun, dass hier ganz viele gewartet haben und der Zug hat die mitgenommen oder so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir in der Pause. Das ist schon mal ganz schlecht. Ja, weiß ich nicht. Gucken wir aber mal hier nach Achim. Am Rathaus. Der Rathaus ist da. Hä? Nee, Rathaus ist hier. Da standen nur viele Kutschen, ne? So, 2 und 47 im Städtchen. Wie viele Kutschen sind hier drauf? 7. 7 sind 42. 47 sind 49. Dann machen wir noch was. Müssen nur gerade gucken, nicht, dass hier eine Kutsche hochfährt. Die wir letztes Mal irgendwann gemacht haben, aber das sieht jetzt nicht so aus, oder? Das ist bestimmt die Kutsche für Neubrandenburg, ja. Das heißt, wir machen dann noch mal eine Kutsche. Diese. Stadtbus Achim. Kopieren das, machen auch zwei, starten, lassen schneller laufen, dass sie so ein Stück voraus ist. Dann starten wir die zweite. Gut, da haben wir erstmal. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Kann zu. Achim abgefrühstückt. Ja, da 7 jetzt. Irgendwas passt hier mit der. Verstehe ich jetzt nicht.
Habe ich irgendwas falsch gemacht? Alle? Hm. Also was? Mach das Fenster mal zu und mach es nochmal neu auf. Zeichnung, machen wir auf wartend. So sieht es doch richtig jetzt aus, ne? Okay, da waren wir dran, ne? Zwei Brücken Rathaus. Das ist hier. 84 Passagiere warten da. Oh, und 65 davon intern. Oh Mann. Jetzt weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich kommen die auch von da oben, ne, oder? Ist hier irgendwo ein Depot? Nee, ne? Nee, das Depot könnte höchstens hier irgendwo sein, Ben. Aber hier ist auch keins. Da ist eins, okay. Das macht auch keinen Sinn. Das andere ist auf der anderen Seite von Gütersloh bei Neubrandenburg, ne? Egal. Haben wir geguckt, wie wir da fahren? Nee, ne? Stadtbus. Neun Fahrzeuge. 9 mal 6 sind 54. Puh. 54. Wie viel waren da am Warten? 67. Und das andere gehört auch alles intern. Also können wir ruhig noch zwei drauf machen. Zwei Brücken müsste ja ganz unten sein. Ne? Ja. Kopieren wir. Starten wir. Lassen wieder ein Stück vorfahren. Starten die zweite. Diese Zusammensetzung kann nicht fahren. Das hat ja gut geklappt. War das bei beiden schon? Machen wir so. LKW fährt. Na, da ist es jetzt richtig. Starte das mal. Jetzt nehmen wir das. Und das. Wir müssen hier zwei Brücken nochmal auswählen. Lassen gerade noch ein bisschen vorspulen. Und starten auch den zweiten jetzt, in der Hoffnung, dass ich das richtig gemacht habe diesmal. Aber das ist nicht schlimm. Hier waren gerade noch sogar mehr wie 87. Allerdings waren die anderen tatsächlich mal woanders hin. Jetzt stehen hier 88. Davon ist einer nach Gütersloh. Und fünf hier unten. Der Rest ist alles intern. Okay, das Städtchen sieht ja auch schon ziemlich groß aus eigentlich, ne? Bisschen lang gezogen. Passt. Gütersloh. Ist der nächste Ort. Rathaus haben wir hier. Da stehen 80 Passagiere. Gütersloh intern sind hier 21, aber was macht die Stadtlinie hier? Vierer. Sind 24 dann. Hier stehen nur 21. Nee, da würde ich jetzt keinen draufsetzen wollen. Da, die Fahrgäste, die da anderen sind, die sind ja alle mit dem Zug. Das können wir hier so lassen, denke ich. Die 80 in Gütersloh. Dann gehen wir noch Bad Zwischenahn. Da gucken wir, da haben wir auch 80, aber davon sind 15 und 47. Okay. Das spricht dafür, dass wir hier intern was brauchen. Fünf Fahrzeuge sind drauf. Den machen wir zu. Und dann nehmen wir das Depot. Und da müssen wir mal gerade gucken, was hatten wir hier für Zahlen? Bad Zwischenahn 47, 53, 63, 68, 71. Und wir haben 5 Kutschen. Das sind 30. Und da könntest du bestimmt noch 4 dazu machen. Machen wir auch. Nee, der war falsch. Den können wir gleich wieder verkaufen. Also, nee, den muss ich da hoch machen, um dann zu verkaufen, ne? Hierhin, Doppelgespann, Busse, die Kutsche. Was war das hier unten? Bad Zwischenahn.
zwischen an da und dann starten, schneller laufen lassen, starten, schneller laufen lassen, starten, schneller laufen lassen, starten. Ups, egal. Die sind weg und da sind vierer mehr. In der Hoffnung, dass es so klappt, wie wir uns das vorstellen, ne? Gut, Bad Zwischenahn haben wir auch erledigt. Achim, waren wir da nicht schon? Da waren wir schon. Haben wir schon gemacht. Dann aber billig. Und da stehen am Rathaus 19, 23, 36, 47. 47. Wie viel haben wir da auf einer Strecke? 6. 47 und 6. 6, 36. Ein oder zwei Kutschen will ich da doch noch mehr machen. Das müsste hier oben bei Dingens gewesen sein. Ne? Da war's. 1 und 1 und wir brauchen hier billig, ist auch ziemlich weit unten dann, ne? Da passt, wir kopieren es und machen da 2 davon. Und den zweiten auch noch starten, dann haben wir billig abgefrühstückt. Passt. Bünde ist hier um die Ecke eigentlich. Was hat Bünde für Probleme? 19, ja, nochmal, 19, 24, 30. Wo ist hier eine Bündner Kutsche? Da ist genug drauf. Bünde brauchen wir nicht machen. Bünde, dann haben wir Köln. Köln am Bahnhof 61, davon bis auf Königsbrunn und Jena ist der Rest hier 45. 45. Das sind nur 3 Fahrzeuge drauf bei 45. Sehr gut. Können wir schließen und die kommen hier drüben weg, ne? Ah, das ist jetzt hier wieder falsch. Und da können die kommen. Wir haben 45 und 18 können die Kutschen mitnehmen. Stadtbus Köln. Äh, 45, 18, 27. Das wären 4 Kutschen mehr. Ich mach mal 3. Wieso steht denn da nur eine? Warte, muss ich nur eine zusammenbauen? Die hat nicht geklappt. Habe ich die jetzt für Köln gestartet, die letzten 2? Oh, weiß ich nicht. Lass uns schnell da hingucken. Stadtbus Köln. Das sieht aber so aus, dass die alle für Köln sind. Ja, waren alle für Köln wohl. Dann ist da nichts schief gelaufen. Die fahren jetzt alle egal. Hier haben wir wieder was falsch gemacht. Das kannst du wieder zumachen, weil mit den Falltasten hoch und runter gibt das Problem wohl, habe ich gerade festgestellt. Ja, ist das schon richtig sortiert, oder? Ja. So, Gütersloh hatten wir. Achim hatten wir 2 Brücken. Hatten wir, glaube ich, auch. Bad Mergentheim. Oh, da ist schon ein anderer hier, Rathaus. Da waren wir noch nicht, meine ich. Oder? Da stehen 40. Aber was war das zweite halt? Ach, das ist da. Okay, da können wir sowieso nichts ändern. Dann gehen wir wieder zum Rathaus. Wir sind da drauf. 40 hatten wir. 5 mal 6 ist 30. Will ich keine drauf machen. Lassen wir so. Na, jetzt haben wir wieder alles zu. Wartend. Wilnsdorf steht 79, ist aber grün. Okay. Dann vielleicht mache ich das lieber nochmal neu.
Obwohl, steht auf Warten, ne? Passt wohl. Köln hat man, Neubrandenburg hat man, Bayreuth hat man noch nicht. Bayreuth ist hier. 28 intern. Und wie viel haben wir da drauf? Eine Kutsche. Das heißt, da müssten noch ein paar mehr dazu. Die Kutsche ist hier da. Das. Das. Bayreuth. Das. Ich glaube, zweimal mehr. Gut. Passt, das wird schon weniger werden jetzt. Gut, die fahren. Oh, ich bin immer noch schnell, das langsamer laufen. Bad Mergentheil-Waldhafen hatten wir aber zwischen Ahn Rathaus. Ich glaube, da waren wir schon, oder? Oder? 55 steht jetzt hier. Wir sind hier. 9, das reicht. Will ich? Stehen 43 am Rathaus. 33. Sind aber 8, das reicht. Hatten wir bestimmt schon, ne? Danach geht's hier ins Grüne, das lassen wir dann mal so schön, wie es ist. Bad Mergentheim ist Zweikhafen, das haben wir, okay. Ja, das ist auch hier oben, ja, alles passt. Gut, dann ist das erstmal abgefrühstückt, würde ich sagen. Soll für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich. Würde mich freuen, wenn er das nächste Mal wieder reinschaut. Das läuft, ne? Also recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.